Ich heiße Viola Tobis, ich bin 65 Jahre alt, ich bin 1958 in Rhena geboren und habe geboren 5 Kinder. Also meine ersten Lebensjahre habe ich in Wedendorf verbracht, das ist bei Rhena, zwischen Rhena und Grevesmühlen. Da habe ich mit meinen Eltern 8 Jahre gelebt. So, und von Wedendorf sind wir damals nach Lankow gezogen. Mein Vater war damals bei der Polizei und wurde viel versetzt eben. Er hat an Schlagbäumen gedient. Und da hatten wir ein Haus gehabt in Lankow, direkt unten am See, war sehr schön. Und da haben wir gelebt, 2 Jahre. So, und dann war das einfach zu dicht an der Grenze, das Haus. Das Haus sollte dann dicht gemacht werden. Und dann von da aus sind wir ins Dorf gezogen. Und da haben wir in eine Baracke gelebt, mit noch einer Familie zusammen, auch einer Polizistenfamilie. Da war ich 8 Jahre alt. Und ja, da haben wir dann, da waren sehr viele Kinder im Dorf. Also wir haben viel Blödsinn gemacht, muss ich sagen. Aber es war eine sehr schöne Zeit da. Es war einfach ein Platz für Kinder, wo Kinder sich richtig mal austoben konnten. Es waren zwar Soldaten, es waren Türme gewesen, aber man hat damit gelebt. Wie störend war das für Sie, dass Sie ja zeitlich dann, gerade als Sie jugendlich geworden sind, dass Sie ja zu bestimmten Zeiten wieder zurück sein mussten, dass Freunde von außerhalb eher schlecht zu Ihnen kommen konnten? Ich hatte eine beste Freundin im Dorf. Ich hatte einen besten Freund im Dorf gehabt. Nachher, wie ich 14 war, so im Windalter, so kurz vor der Jugendweihe, da durften wir dann auch mal nach Dechow. Da war Tanz gewesen so. Und da bin ich mit meinem großen Bruder hingegangen. Also wir mussten zwar zu einer bestimmten Zeit wieder zu Hause sein, aber dass uns da irgendwie was, nee, gar nicht. Also Also sowas meinte ich, wenn man tanzen ist, dann hat man ja. ja nicht unbedingt Lust auf die Uhr zu Ja, schauen, jetzt aber muss ich zurück. da kam dann der ABV rein und sagt so, jetzt Jugendliche unter 16 Jahren raus. Ne? Und mein Bruder schon darauf geachtet, dass ich dann auch mit ihm nach Hause gehe oder dass er mit mir nach Hause geht eben. Ne? Er war ja nun 1,5 Jahre älter wie ich Ja. und der hat gut auf mich aufgepasst. Also da waren ja nur Soldaten, da war ja eine Ja. Kompanie direkt in Turow, gegenüber von also Dechow und da kam Turow. Und da stand eine Kompanie und da waren ja auch viele Soldaten. Ich meine, für mein Alter sah ich auch nur schon ein bisschen älter aus und so weiter und so weiter. Und mein Bruder dann immer gleich dazwischen, an der kommst du nicht ran, das ist meine Schwester, da gibt's nicht. Aber diese Soldaten, das sind unter anderem auch die, wo Sie gesagt haben, wir konnten beobachten, dass die den Grenzstreifen geeggt haben Ja, oder das waren Lankow. Das waren Pioniere. Also man hat uns, also so viel wie ich weiß, waren das Pioniere. Und die haben da irgendwas gemacht und getan. Aber da haben wir uns auch nicht drum gekümmert, groß. Die haben auch so mehr an der Grenze so mehr gearbeitet. So, ne? Abends sind sie dann auch wieder weg. Wo sie untergekommen sind, weiß ich nicht. Jedenfalls tagsüber waren die viel im Dorf bei uns in Lankow. Also ich sage, das Dorf lag ja praktisch oben, also da, wo ich zuerst gewohnt habe, in dem großen Haus, direkt am Wasser, da durften wir nachher nicht mehr sein. Da mussten wir ins Dorf, weil das zu dicht an der Grenze war. So, und wenn man jetzt oben im Dorf gewesen ist, dann waren das vielleicht, also ich will nicht viel sagen, aber vielleicht 100, 150 Meter bis zur Grenze ran. Also, da durften wir ja schon gar nicht mehr ran. Da wurde alles abgesperrt von oben. Da waren ja mehrere Zäune was war das noch alles, so eine Grenzanlagen und alles sowas. Ich meine, die ersten Jahre war das noch nicht ganz so schlimm. Nachher in den 70er Jahren, dann wurde das schlimmer, ne? Aber ihr habt ja gesehen, dass der Grenzstreifen immer breiter wurde, wo ihr nicht Ja, hin ja, durftet, so ja. ungefähr. Ja, das ist, deswegen durften wir auch näher nicht mehr zum See runter. Ja. Also die ersten Jahre ja, konnten wir noch baden am See, dann wurde nichts. Es wurde auch gesagt, so, ihr dürft nicht da und da schwimmen gehen, ihr bleibt jetzt hier und so, ne? Aber das ist jetzt irgendwie so, aber nachher später, in den 70er Jahren, da wurde das nachher, ich sag ja, dann war ich ja nicht mehr unten am See. Also das Haus wurde dann gesperrt da unten. Wird es gesperrt oder platt gemacht? Nee, noch nicht. Das kam später, wie wir ausgezogen sind aus Lankow. Sie haben gesagt, Ihr Vater hat Dienst am Schlagbaum gemacht. Was heißt das? Wenn man aus Schlagsdorf rausfährt, kurz vorm nächsten Dorf, also übernächsten Dorf, nicht das nächste nicht, da stand ein Schlagbaum.
So, dann stand ein Häuschen, so ein Polizeihäuschen, und da war ein Schlagbaum vor. Und da saßen immer zwei Mann drin, meistens immer zwei. So, und die haben dann kontrolliert, wenn Busse reingefahren sind oder rausgefahren sind, das wurde immer ganz streng kontrolliert. Ich meine jetzt, gerade so zum Wochenende, wenn die Lehrlinge nach Hause gekommen sind, dann hätte ja sein können, dass da mal ein Fremder mit reingerutscht ist oder so, ne? Und dann viele mussten, wenn der Bus zu voll war, dann, ja, dann haben sie auch einige rausgeholt, dann eben, ne? Und die wurden dann kontrolliert und so, ne? Hatten sie keinen Passierschein oder keinen Personalausweis dabei, die wurden dann gleich da behalten. Ging gleich nach Gardebusch dann weiter, zum VPKA, ne? Ja, und da mein Vater einer von der strengen Sorte war und der nichts hat durchgehen lassen, hat sogar seine eigene Tochter mal zurückgeschickt. Das war 1976, da ist mein ältester Sohn geboren. So, und ich habe ja damals nur ein halbes Jahr Babyjahr gehabt. So, nach einem halben Jahr, wir hatten ja bei uns im Dorf keinen Kindergarten, keine Krippe, nichts. Und ich musste ja wieder arbeiten nach einem halben Jahr. So, und in Molzahn hat man mir angeboten, einen Krippenplatz für meinen Sohn. So, und dann musste ich ihn auch morgens vor der Arbeit, um 7 habe ich angefangen, kurz nach 6 bin ich dann losgefahren mit dem Fahrrad und wollte meinen Sohn in die Krippe bringen. So, am Schlagbaum stand mein Vater. So, in der Hektik morgens habe ich dann meinen Personalausweis vergessen. Der hat mich nicht durchgelassen. Ich musste nochmal zurück nach Hause und musste meinen Personalausweis holen. Ich sage, du hast einen Knall. Du wirst ja wohl deine eigene Tochter durchlassen. Nein, bei dir mache ich auch keine Ausnahme. Wann wurde Ihnen klar, dass Ihr Vater nicht nur Polizist, sondern eben auch bei der Stasi ist? Ja, klar wurde mir das überhaupt nicht. Ich wusste das ja gar nicht. Aber ich später erst, ganz viel später nach der Wende, denn ja... Ich habe meinen Vater 100 Mal gefragt, hast du irgendwas damit zu tun, wegen meiner Zwillinge? Die kamen sogar zu mir nach Hause. Mein Vater hat noch gelebt. Ich sage, Papa, heute kommt zum ersten Mal ein von meinen Zwillingen aus Hamburg. Soll ich mal mit ihm rüberkommen zu dir? Nee, lass mal. Ich will das nicht sehen. Und da hätte mir eigentlich schon Licht aufgehen müssen. Aber ich war ihm zu gutgläubig, ne? So, dann habe ich denen das alles erzählt, wie es wirklich gewesen ist. Aber man ich glaube, Sie müssen uns diese Geschichte der Zwillinge noch mal erzählen. Also Sie bekamen Zwillinge? 1977 bekam ich Zwillinge. Und die sind in Schwerin geboren und ich bin mit denen auch nach Hause gekommen. Und ja, es ging darum, der Vater von meinen Zwillingen hat mich sitzen lassen. Ja, und ich hatte meinen ältesten Sohn ja schon, meinen Thorsten. Und das war ja Opas Liebling. Also auf den hat er ja nicht kommen lassen. Aber die Zwillinge, das war ihm ein Dorn im Auge. Die konnte er nicht ab. So, und dann habe ich mal versucht, ich habe auch keinen Unterhalt bekommen von dem Vater der Kinder. Und bin dann mal zum Jugendamt gegangen, mal fragen, wie es mal ist mit irgendwie Vorschussunterhalt. Ich konnte ja nicht arbeiten. Ich hatte die beiden Kinder und so, ne? Und von da an ging das los. Also ich weiß es nicht, aber mein Vater... Der hat immer gesagt, diese Bastarde müssen weg. Eines Tages stand dann mal das Jugendamt vor der Tür bei mir. Ja, also die sind alleinstehend, die kommen mit den Kindern sowieso nicht klar. Also die Kinder kommen weg. Ich sage, wie bitte? Ja, also dann und da haben sie mir ein Datum genannt. Und dann kamen sie mit dem Jugendamt, einen von der Staatssicherheit und noch... weiß ich nicht. Ein Dritter war auch noch dabei, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. So, die haben mir praktisch die Kinder aus den Armen gerissen, also weggerissen. Das war ganz schlimm für mich. Und da habe ich mal mit Frau Trescher gesprochen von Schwerin, ob sie mir nicht mal helfen könnte, mal die Stasi-Akte irgendwie. Ja, hat sie gesagt, wir versuchen alles und ob da was ist. Aber es ist nichts, gar nichts gewesen. Sie haben die Akte nicht gefunden oder stand nichts drin? Nein. Oder es gibt keine Akte? Es gab keine Akte angeblich. Ich sage, das kann nicht sein. Ich habe mit der Staatssicherheit zu tun gehabt. Es muss eine Akte gegeben haben. So, und dann nachher, wie mein Vater gestorben ist, da hat mir meine Tante angerufen. Ihr Mann war auch bei der Staatssicherheit, das wusste ich aber. So, und da hat sie mir erzählt, du sag mal, weißt du, wer dir deine Kinder hat wegnehmen lassen? Dein eigener Vater. Ich sage, nee, glaube ich nicht. Doch, sagt sie. Frag mal die älteren Leute alle im Dorf. Alle wussten das. Nur mir hat keiner was erzählt. Und das war so schlimm für mich. Ganz, ganz schlimm. Ja, 1980 habe ich dann meinen Mann kennengelernt und er hat mich so ein bisschen darüber weggeholfen. Aber so ganz, das geht ja auch gar nicht, kann man ja auch gar nicht. Ne?
wenn ich dann mal sehe, die Serie vermisst und so, dann kommt das alles wieder hoch, dann ist es alles wieder da. Die haben mir damals geholfen. Kennen die beiden Jungs sich? Ich habe nur den einen gesehen, den anderen, der wohnt in Schwerin und der will mit mir gar nichts zu tun haben. Also der von Hamburg war bei mir. Er hat sich das mal angeguckt und so und ich wollte ihm das ja auch erklären, also, aber die lassen sich nicht darauf ein. Es war so, wie denen das gesagt wurde und ja, ich habe ja nichts, ich kann ja nichts beweisen. Ich denke mal, mein Vater hat dafür gesorgt, dass die Akten wegkommen. Da hat er ja noch gelebt und er wusste, dass mein Sohn da war. Und da hat er gedacht, ja, die Akten müssen jetzt weg. Die könnte ja eventuell irgendwas, ne? Und danach habe ich ja auch erst die Akten angefordert. Wie ging es Ihnen dann eigentlich mit den Nachbarn? Sie haben erzählt, die Nachbarn haben dann gesagt, oh ja klar, wussten wir alles. Wie fühlt man sich denn da? Ja, ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Es war eine Familie dabei gewesen, die haben jahrelang mit uns in Schlabrügge gewohnt. Der Mann war auch bei der Polizei. So, und wie ich das habe, sind die nachher auch nach Schlagshof gezogen und wie mein Vater dann nachher tot gewesen ist. Und dann ja, haben wir mal so darüber gesprochen. Und dann sagte sie bloß zu mir, du, das habe ich auch gewusst, dass dein Vater dafür gesorgt hat. Ich sage, was habt ihr gemacht? Ihr habt das gewusst und habt mir nichts davon erzählt. Die haben nicht ein Wort gesagt. Es kann ja sein, dass sie irgendwie so eine Schweigeklausel unterschreiben mussten. Ich weiß es nicht. Ja, und meine Tante sagt auch, also das ist, sie hat das jahrelang auch mit sich rumgetragen. Sie hat ihrem Mann versprochen, er war hohes Tier bei der Staatssicherheit. Und sie durfte auch nichts sagen. Aber nachher später, dann ist aus ihr rausgeplatzt, die konnte das nicht mehr. Sie musste mir das erzählen. Aber ich sage auch, wieso hast du mir das nicht früher? Ich durfte das nicht, sagt sie. Und dann habe ich ja dann versucht, auch die Kinder zu suchen und war beim Jugendamt in Rehna. Und man hat mir erzählt damals, wie immer die Kinder mir weggenommen haben. Ja, die Kinder kommen zu einem Ärzte-Ehepaar nach Karl-Marx-Stadt. Hieß ja früher Karl-Marx-Stadt. So, und dann, also, die werden sich auch nie wiedersehen. Ich hatte das ja über vermisst laufen lassen. So, und dann haben die es auch gemacht. Innerhalb von 14 Tagen hatte ich einen Anruf bekommen von der Redakteurin da, die im Studio sitzt, und dann sagt sie, ich habe ihre Kinder gefunden. So, und dann hat sie mir das alles mal erzählt, wie es wirklich ist. Die Kinder sind nicht nach Karl-Marx-Stadt gekommen. Die Kinder waren 4, 5 Wochen oder so in Rehna im Kinderheim. Ich sage, wo waren die im Kinderheim? Und praktisch, ich habe ja daneben angewohnt. Von Schlagsdorf nach Rehna ist da kein Ende. Ja, und von da aus wurden sie dann adoptiert. Was hat sich verändert? Nicht nur, weil Ihre familiäre Situation sich geändert hat, sondern auch von der Zeit her, vom Leben im Sperrgebiet, wenn Sie vergleichen mit den ersten Jahren und dann den letzten Jahren der DDR. Also die ersten Jahre nach der Wende ist meine Tochter ja geboren, 1990. Mein Mann wurde dann arbeitslos. Die LPG in Schlagsdorf hatte dicht gemacht, also die konnten sich nicht mehr halten. Und mein Mann war 3, 4 Monate arbeitslos, war nicht lange. So, und dann wurde er nachher übernommen von Bappe aus Bülow, jemanden, auch einen Bauern. Ne? So, und dann ging das auch nachher wieder bergauf. Und wir haben eine schöne Wohnung gehabt. Ich hatte meine 3 Kinder. Uns ging es eigentlich gut. Wir konnten in Urlaub fahren, wir sind in Urlaub gefahren. Ich hatte auch nachher eine Arbeit, wie meine Tochter ein Jahr wurde. Habe ich auch gearbeitet. Ich habe in Ratzeburg gearbeitet, in der Reinigung, in der Schule sauber gemacht. Und dann wurde die Firma Konkurs. So, dann war ich nachher auch erstmal wieder zu Hause. Dann habe ich nachher 4, 5 Jahre habe ich im Bäckerladen gearbeitet als Verkäuferin. So, das ist auch pleite gegangen. Ja, nur, dann habe ich dann nachher wieder in der Reinigung gearbeitet in Ratzeburg. Können wir vielleicht noch letzte Frage zurückblenden auf 89, auf Grenzfall? Ja, da hatte ich noch in der LPG gearbeitet, in der Gärtnerei war das ja damals. Also Gärtnerei und Pflanzenproduktion, Tierproduktion, das war also die haben alle in der LPG gearbeitet. Und dann, wir hatten da gerade in Utrecht zu tun und dann kam auf einmal jemand an und sagte, die Grenze ist offen. Ich sage, spinnst du, ich gehe nach Hause. Und nee, das stimmt, die Grenze ist offen. Wir haben uns auch gar nicht weiter irgendwie irritieren lassen. Wir haben unsere Arbeit gemacht, wie immer. Und es war ja auch nicht irgendwie jetzt das in Utrecht, sonst wie so ein Massenaufstand war gar nicht. Ich habe das erst abends in den Nachrichten mitbekommen, dass die Grenze offen ist.
Irgendwie war das so ein bisschen, ja gut, so ein kleiner Schock gewesen. Mein Mann hat gleich gearbeitet. Ja, wie wird das alles mit unserer Arbeit und so weiter? Das ging ihm alles durch den Kopf durch so, ne? Aber es ging alles soweit gut. Wir haben genauso weitergemacht wie vorher. Bloß eben, dass die LBG dann nachher später pleite ging, ne? Also da wurde gar nichts mehr, da kam auch nichts mehr hoch und Gelder waren weg und viele wurden arbeitslos. Viele Ältere haben das auch nicht überlebt bei uns am Dorf. Die konnten das gar nicht mehr verkraften, dass es nochmal so weit gekommen ist zur Grenzöffnung. Ich habe das so genommen, das war ganz normal. Eben nur wie ich das erste Mal im Westen fuhr nach Lübeck. Da hatten wir unser Geld, da sollten wir unser Geld holen. Dann, ne? Das war für mich dann also ein bisschen Herzklopfen gewesen. Ne? Der Geruch alleine schon und so weiter. Und das war für mich ein bisschen neu und wirklich, naja. Aber sonst, wir haben genauso weitergemacht wie vorher auch. Schlagsdorf war dann eben kein Sperrgebiet mehr. Man konnte eben hinfahren, wo man wollte. Und das war eben ein bisschen neu für uns. Wir wollten gar nicht zuerst nach dem Westen. Aber ich sage, lass uns das mal ganz ruhig angehen. Immer, heute fahren wir dann mal dahin, nächste Woche dann da. Und immer ganz ruhig an. Also, mein Mann war ein bisschen irgendwie am Boden zerstört. Er konnte das gar nicht begreifen, dass die Grenze offen ist. Und er hat seine Arbeit geliebt. Ne? Und da ist er heute noch mit beschäftigt. Er möchte arbeiten, er möchte arbeiten, er möchte arbeiten. Das konnte er damals gar nicht begreifen. Warum ist die pleite gegangen, sagte er. Wir hätten gar nicht pleite gehen dürfen, sagte er. Ich sage, es ist eben jetzt so, wie es ist. Und der andere hat ihn ja dann mit Kurzhand genommen. Und da ist er heute, hat er 60 Jahre gerade jetzt auch schon gearbeitet. Ne? Hat man eigentlich in der Schlagsdorf-Zeit dieses Ich lebe im Sperrgebiet, woran hat man denn das in den 90er Jahren dann doch noch gespürt? Dieses Nicht-Rauskommen haben Sie als Beispiel genannt, nicht raus dürfen, wo Sie gesagt ja, haben, später. Ja, das hatte ich auch gehabt, da habe ich auch schon. Ich hab bei Freimann Landorf im Grenzhus gearbeitet, jahrelang. Also ich kenne das Grenzhus innen auswendig. Und da haben mich auch einige gefragt, sagen Sie mal, wie konnten Sie hier leben im Sperrgebiet? Das ging doch gar nicht. Man war doch eingesperrt. Ich sage, wir waren nicht eingesperrt. Das ist Quatsch. Gut, viele wollen das vielleicht auch hören. Aber ich sage, gut, wir konnten nicht ins Ausland, in die Karibik fahren oder sonst wohin. Ich sage, das habe ich auch nicht vermisst. Wir haben unseren Urlaub in Bahn-Müritz gemacht. Wir hatten einen Wohnwagen da gehabt von der LBG damals. Da haben wir jedes Jahr 14 Tage Urlaub gemacht. Es war sowas von schön. Ich habe keine Karibik vermisst. Viele haben ja gesagt, ja, die haben da bestimmt Lebensmittelmarken hier gehabt. Ich sage, das ist doch Blödsinn, wir haben keine Lebensmittelmarken gehabt. Wir wurden sehr gut versorgt. Im Sperrgebiet haben wir Bananen öfters bekommen wie anderswo. Wir haben Tomaten regelmäßig bekommen. Aber das wurde alles bevorzugt, nur damit wir eben kein Verlangen nach dem Westen hatten.